Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zu unserem gemeinsamen Minecraft-Let's Play. Heute mal ein paar kleine Änderungen. Zum einen sehen wir hier das City Texture Pack, zum anderen wird diese Folge was ganz Besonderes sein, wenn du Leute kennenlernen möchtest. Also wenn dich das jetzt schon mal neugierig macht, dann bleib auf jeden Fall dabei. Wir spielen heute mal mit dem City Texture Pack, das ist vor kurzem erst rausgekommen, kam 95 Cent zu die Ecke rum, Review dazu habe ich noch keins aufgenommen. Ich dachte mir einfach mal so, wir geben dem Ding einfach mal eine Chance in unserem normalen Let's Play. Demzufolge, ja, ab auf die Welt hier. Wir haben doch keine Zeit, wie gewohnt. Im Kreativmodus entstanden, bei Nacht und Nebel, bei einer Raubkopie. Hier sehen wir schon im Hintergrund, das sieht auf jeden Fall aus wie in der Big City. Passt vielleicht nicht ganz so zu unserem Szenario, müssen wir mal sehen. Ich habe mir für heute auch ein bisschen was überlegt. Wir haben auch ein Thema am Start, da auch einen besten Dank an die vielen Kommentare unter der letzten Ausgabe. Da wurden mir nämlich sehr viele Themen vorgeschlagen. Wir haben jetzt hier schon mal... Oh, ja, das sieht ja aus, das sieht ja aus wie... Scheiße sieht das aus hier. Ich habe aktuell... Oh, hier, Designerleuchten. Ich habe aktuell... Warum habe ich rosa Herzen zum Henker nochmal? Warum brennen alle? Ist egal. Ich habe noch niemanden weiter rausgesucht für die Wall of Fame. Ihr dürft nämlich ab sofort dann selber ein bisschen mitbestimmen. Auch hier wurde gesagt, Tom, ne, hier könnt ihr doch das Bad rein. Das würde nämlich perfekt reinpassen. Doch bevor wir mit dem Bad anfangen, haben wir noch bitte was anderes zu tun. Das können wir weg hier. Da ist schon mal, wie gesagt, Meinungen zu dem Texture Pack, wie gewohnt, in die Videobeschreibung. Ja, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Jetzt haben wir nämlich ein... Guckt euch die Ticketacke an. Guckt euch... Was ist denn das? Mal überlegen. Das ist eine Ticket... Aha, okay. Ja, hat was. Okay. Der Ofen. Sieht alles ein bisschen moderner aus. Also wenn du eine Hütte modern gestalten willst, bist du mit dem Texture Pack auf jeden Fall richtig gut beraten. Wollen wir mal ganz kurz kicken hier. Wir gehen mal hier raus. Oh, die Türen, habt ihr die gesehen? Oh, und die... Haben wir eine Schere dabei? Bist denn du? Du bist eine Schere. Na dann. Sollen wir vielleicht auch auswählen? Nein, falsch. Das Thema, was heute dran... Du bist eine Kuh. Ich dachte, du bist ein schwarzes Schaf. Du bist auch eine Kuh. Die Blumen sehen ganz gut aus. Nee, das Thema, was wir heute besprechen werden, ist das Thema Freundschaft. Der Herr Speedgurke hat nämlich da reingeschrieben und ich dachte mir, das ist ein Thema, da kann ich auf jeden Fall so ein bisschen meinen Senf dazu abgeben. Weil das Thema Freundschaft ist nämlich ein Thema, da kann man ein bisschen mehr drüber reden. Schauen wir mal hier. Sieht alles ganz gut aus, aber so richtig besonders finde ich das Ding jetzt auch nicht. Hier liegt ein bisschen Kotelett rum. Mal gucken, was unsere Dings machen hier. Schweinchen. Werden die noch größer? Ich weiß es gar nicht. Zuckerrohr. Ah, Kakaobohnen. Hier, schaut es euch an, da haben wir jetzt drei. Okay. Wir räumen nämlich dann gleich mal unsere Taschen aus. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen... Wir pflanzen hier den Kram gleich mal wieder an. So, wir brauchen nämlich Braun. Ganz viel Braun. Hätten wir das. Freundschaft. Genau. Da hat der Herr Speedgurke hat geschrieben, du Tom, das ist alles ein bisschen komisch bei mir. Ich habe nur einen Freund. Da muss ich gleich mal sagen, sei froh, dass du einen Freund hast. Es gibt nämlich viele Leute, die kommen gar nicht in den Genuss, überhaupt richtige Freunde zu haben. Weil richtige Freunde, die erkennst du nicht daran, dass man... Knochenmehl, das sieht aus wie hier ein Salzstreuer. Richtige Freunde erkennst du nicht daran, dass sie einfach da sind. Oder richtige Freunde erkennst du auch nicht daran, dass sie auf Facebook irgendwie in irgendeiner Liste oder sowas drin sind. Das ist alles Blödsinn. Es ist alles Blödsinn. Richtige Freunde erkennst du daran, dass die Freunde da sind, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und dann einfach so da sind und nicht erst, dass du hingehen musst und sagen musst, du Pseudo-Freund, mir geht's zurzeit nicht so gut, kommst du mal vorbei. Richtige Freunde, die haben dann Riecher dafür. Die kommen da einfach so vorbei. Auch wenn man es vielleicht manchmal gar nicht so will. Ne? Da kommen sie trotzdem vorbei und sagen sich, Mensch, ich habe mitbekommen oder irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht's nicht so gut. In dieser Folge bin ich jetzt einfach mal hier. Das Texture Pack gefällt mir gar nicht. Genauso wie das Lied, was hier gerade läuft. Das hört sich alles ein bisschen schräg an. Best of Dubstep. Machen wir eins weiter. Was ist das nächste? E-Double. Ja, warum nicht? Machen wir hier. Wie gewohnt, Links zu der ganzen Musik findest du auch in der Videobeschreibung. Jetzt machen wir hier ein bisschen hellgraue Wolle. Alles ein bisschen aufräumen hier. Wir müssen ein bisschen Platz machen. Wir sind ja, glaube ich, unten waren wir ja fast durch, ne?
So Pi mal Daumen, Fichtenholzbretter. Ne, wir bauen heute mal ein bisschen was an. Wir haben verdammt viel Kohle dabei. Wir fangen heute mal ein bisschen was anzubauen, was extrem wichtig ist und was wir nämlich auch des Öfteren brauchen werden. Sand. Nämlich hier, euch ist aufgefallen, Tom, du hast kaum mehr Holz. Und natürlich sind wir hier nicht Hinz und Kunz. Wenn wir was bauen, dann bauen wir was Gescheites. Und zwar, wir bauen uns so eine kleine Holzfarm, wo wir einfach, den Kies können wir auch mal einlagern. Ich hoffe mal, ich habe jetzt da irgendwie nichts vergessen oder so. Das kommt mir irgendwie alles ein bisschen komisch vor, dass wir hier so viel übrig haben. Das wollen wir einlagern. Wir müssen noch ein paar Bücher und sowas herstellen. Eier lagern wir auch mal ein. Spinnenzeug, das kommt drüben in die Küche eigentlich. Glas, das kommt zu den Baustoffen. Genau. Na, du nicht. Kloster und Staub, ja, wir wollten auch, oder ich wollte mal wieder in Nether gehen, aber ihr habt gesagt, Mensch, bau doch erstmal hier. Was bist denn du eigentlich? Ziegel. Ihr musstet ihr echt erstmal alles wieder in Erinnerung rufen. Das sieht jetzt alles total komisch aus. So besonders finde ich das aktuell noch nicht. Also da mal überraschen lassen, wie sich das Ganze entwickelt. Die Erde kommt rein. Was bist du? Birkenholzbretter. Das sieht, warum Birke braun ist, entzieht sich echt, verstehe ich hin und vorn nicht, aber ihr habt recht. Wir haben kaum mehr Bretter. Was bist denn du? Kloster und du bist Fichte? Du bist Dschungel und du bist Fichte. Okay, da kann man das nämlich stapeln hier. Ein bisschen aufräumen den ganzen Klamauk. Und du bist... Ach, Blödsinn. Birke. Was bist du? Dschungel, Eiche, Dschungel, Fichte, 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 Dschungel, Dschungel. Okay, das ist Dschungel roh und das ist Dschungel geschnitten. Und das ist Birke. Da haben wir noch gar nichts davon. Dann machen wir mal hier hin. Das ist Eiche, das ist Dschungel, das ist Fichte. Fichte, okay, das wird gestapelt. Genau, so wird ein Schuh draus. Das lagern wir einfach mal so ein. Die Druckplatte können wir auch einfach mal so einlagern. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Die Tür lagern wir ja auch einfach mal so ein. Und danach, das wird schon langsam Birkenholzbretter. Die schmeiße ich einfach mal so rein hier. Also haut mal hier eure Meinung in die Kommentare, was das Texture Pack angeht. Ist das was für euch oder sagt ihr euch, bleh, nee, bitte wieder zurück. Die 95 Cent, die hättest du dir sparen können. Die sehen nach allem aus, aber nicht nach etwas, was ich öfter sehen möchte. So, wir nehmen mal hier die Schaufelnehmer mit. Das Knochenmehl, das können wir einlagern, das braucht man nicht. Die Stickies, die nehmen wir mit. Was haben wir hier? Rottenfleisch nehmen wir mit. Und schaut, da haben wir doch schon fast wieder eine ordentliche Ordnung. Lieber eine ordentliche Ordnung als eine unordentliche Unordnung. So, wenn du das 500 Mal aussprechen kannst, ohne dass du dir einen Knoten in die Schnürsenkel gemacht hast, dann bist du gut. Dann kannst du dir auf jeden Fall was kaufen davon. Gut, wir haben noch ein bisschen Eisen haben wir. Ich glaube, ein Sticky habe ich auch noch. Da kann ich jetzt, glaube ich, mal eine schöne Axt uns bauen. Wir brauchen mehr Stickies. Wir brauchen noch ein Sticky. Können wir hier vielleicht... Habe ich noch ein bisschen Holz oder sowas dabei? Nee, natürlich gar nichts. Das ist super. Dschungelholz ist mir zu wertvoll dafür. Hier nehmen wir mal Fichte. 1, 2, ein paar Stickies draus. Wer die Playlist haben möchte, da einfach fix einen Kommentar schreiben. Mit deiner E-Mail-Adresse. Ich schicke dir das ganze Zeug dann per WeTransfer rüber. Kann aber ein bisschen dauern. Also ein bisschen Geduld haben. Ne? Nicht dann sagen hier, Tom, ich habe dir hier vor 5 Stunden was geschrieben, warum ist denn dieses blöde Ding noch nicht da? So, wir machen gleich mal 2 Äxte. Weil wir wollen ja hier sowieso ein bisschen was machen. Ein bisschen was anbauen, ein bisschen was schön machen. Wir brauchen nämlich ein paar Setzlinge. Ah, schön. Ah, da geht mir da gleich wieder das Herz auf bei der Musik. Wir brauchen Fichte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, komm. 6, ach, 7. 7 mal Fichte. Dann haben wir hier Birke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ihr seht schon, wo ich ungefähr hin möchte. Dschungel, Eiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das haben wir alles. Kakteen brauchen wir aktuell nicht. Ein paar Pfeilchen haben wir noch. Ja. Gehen wir mal raus. Was du jetzt bist, das weiß ich gar nicht vor lieber Langeweile. Was ich aber mal weghauen möchte, ist auf jeden Fall hier so ein paar Dschungelholzbäume. Weil die haben wir ja nicht mit Gewalt gezüchtet. Die haben wir ja hier einfach so wachsen lassen. In der Hoffnung, dass hier endlich mal wieder Setzlinge rauskommen.
Weil da hat man ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vor ein paar Folgen hat man das Problem, dass wir keine Setzlinge bekommen haben. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier ein bisschen mehr Glück haben, weil Dschungelholz brauchen wir auch noch ein bisschen. Und wir bauen jetzt dann gleich mal eine wunderschöne kleine Baumfarm. Also ja. Der Tom ist nicht so groß. Da müssen wir mal der Hochhacking rauspacken hier. So, hier, es geht schon los. Eins, sehr gut. So gefällt mir das. An einem Baum da hinten machen wir das. Dann hauen wir den ja auch mal wieder weg. Und dann suchen wir mal ganz schnell eine Stelle, wo wir das Ganze züchten können. Auch hier sind meine Füße wieder mal zu kurz. Freundschaft. Freundschaft ist echt so ein Ding. Freunde, gibt's überhaupt richtige? Wie findet man Freunde? Freunde findet man nicht. Also du kannst nicht losziehen und sagen, du bist jetzt mein Freund. Kannst du probieren, aber ich gebe dir Brief und Siegel, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Dann machen wir hier bitte Platz. Sondern eine Freundschaft, die entwickelt sich. Eine Freundschaft musst du auch pflegen. Das ist nicht so, dass du, wenn du jemanden kennenlernst, neu irgendwie, weiß ich, ihr trefft euch im Club oder beim Hobby vielleicht. Da ist die Chance relativ groß, dass du Freunde findest. Meistens teilt man ja sowieso die gemeinsame Interessen. Und ja, man lernt sich so kennen, man plaudert ein bisschen und stellt fest, Mensch, der oder die. Es gibt auch Freundschaften zwischen Männlein und Weiblein. Da glaube ich fest daran, sowas gibt's. Vorausgesetzt, irgendeiner legt nicht den Schalter um und sagt sich hier, ich will jetzt bitte was mehr als nur Freundschaft. Dann ist die ganze Sache auf jeden Fall kompliziert. Aber du musst auf jeden Fall Freundschaften pflegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht damit getan, sich einmal im Monat irgendwie zu treffen, sondern man muss halt auch ab und zu mal einfach mal zum Handy greifen, einfach mal durchklingeln und sagen, du, wie geht's denn dir eigentlich? Wir haben schon lange nicht mal voneinander gehört. Was gibt's denn so Neues bei dir? Oder normalerweise geht sowas sowieso von ganz allein. Wie der Speed-Gurke da geschrieben hat, lieber hast du einen Freund anstatt 500 Leute, auf die du dich nicht verlassen kannst. Das ist das Schlimmste, was du haben kannst, weil irgendwann, so wie jetzt hier zum Beispiel, zwei Setzlinge, das ist aber wieder mal Atem. Oh, hier war einer dabei. Ah, hier, es liegt noch einer. Dann haben wir vier. Komm, gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Leroy. Dann nehme ich. Weil wenn du, was ich, 100, 500 Leute auf Facebook kennst, das sind nie im Leben Freunde, das kannst du vergessen. Also, da muss man, das sind Bekannte. Das sind Bekanntschaften, die man irgendwie hat. Willst du mich trollen? Okay. Machen wir halt hier die schnelle Variante wieder. Ja, so muss das von vorn, ja, muss das durchgehen. Halt mal bitte was über Tage. Nee, und so Bekanntschaften, das ist ganz gut, was ich, mit denen trifft man sich ab und zu mal, aber denen würdest du nie irgendwie was erzählen, was ich, wenn es dir, wenn du Probleme hast mit der Freundin, mit der Frau, mit irgendwie Arbeit oder so. Das sind so Kumpels, die nimmst du einfach mit denen hast du bitte Spaß, aber mit denen machst du irgendwie nichts Großes. Ne? Mit richtigen Freunden, da kannst du einfach alles machen. Ne? Die kannst du auch nachts um 12 anrufen und sagen, du, ich habe gerade tierisch Bock auf Meckers, willst du mitkommen? Jetzt mal übertrieben. Ne? So, das nehmen wir alles mit. Ein bisschen Platz schaffen für unsere kleine Baumfarm. Also Erde haben wir danach mehr als genug. Aber ich werde jetzt hier nicht alles abtragen. Also da keine Sorge. Aber bitte Platz brauche ich trotzdem. Weil die Bäume sollen ja auch wunderschön wachsen und gedeihen. Und ja, lieber Speedgurke, mach dir da keinen Stress oder mach dich nicht verrückt, wenn du nur einen Kumpel hast und ansonsten deine Familie oder so. Das kommt mit der Zeit vollkommen allein. Weiß ich, manche sind halt in der Schule ein bisschen ruhiger. Mach dir da keinen Stress. Mach dir da keinen Stress. Viele Freundschaften entwickeln sich auch erst später. Ich meine, die wenigsten Freundschaften sind wirklich die Freundschaften, die du aus dem Kindergarten oder so kennst. Also das gibt's leider sehr, sehr selten. Meistens entwickelt sich das dann doch früher oder später irgendwie ein bisschen auseinander. Aber da darfst du, wie gesagt, dich nicht verrückt machen. Gib dir einfach selber bitte Zeit. Sei einfach du. Und wenn es da Leutchen gibt, die genau deine Person so schätzen, dann hast du schneller Freunde, als wie du hier arm in der Kirche sagen kannst. Das geht manchmal schneller, als wie du denkst. So, wir legen uns erstmal
Buchstabe sagt. Wo ist denn der Spacken? Wo? Wo? Sag mal, wo sind denn die? Ich finde dich. Ne, und genauso ist es halt auch mit anderen Sachen. Man muss... Wo? Bin ich bescheuert? Jetzt haben wir da alle Türen an... Der ist oben auf dem Balkon. Da ist noch wieder einer oben bei meinem Bett gespawnt. Immer diese Stalker, die tagsüber in den Bäumen... Ich glaube, es hakt. Was machst denn du drin? Wie bist denn du jetzt reingekommen? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Viecher kommen jetzt rein, oder was? Noch einer hier. Das gefällt mir gar nicht. Erstmal gutes Nächtle hier. Das ist Wahnsinn. Nee, das ist ja auch so, was ich, wenn du dann irgendwann das Alter hast, wo Mädels interessant werden und so. Viele machen sich da vollkommen verrückt. Oh, ich finde keine und so weiter und so fort. Nicht krampfhaft suchen, einfach nur mit offenen Augen durch die Welt laufen. Das ist alles, was du eigentlich machen musst, weil dann kommt früher oder später sowieso schon jemand vorbei. Manchmal sogar, da rechnest du gar nicht damit. Da gehst du irgendwas machen, das hast du schon tausendmal gemacht. Und ich meine jetzt nicht damit, dass du aufs Klo gehst oder so. Sondern du gehst zum Beispiel, du gehst Sport machen, ne? Und dann siehst du die eine und die eine sieht dich und dann... Macht's einfach peng und das passt und fertig ist. Ne? Also macht euch da nicht verrückt, setzt euch da selber nicht unter Druck, weil unter Krampf, wie gesagt, losziehen und sagen hier, ich will jetzt Freunde finden, das funktioniert nicht. Das funktioniert hinten und vorn nicht und wir brauchen ein bisschen mehr Holz hier. Ein bisschen mehr Holz brauchen wir, weil für Zäune, da können wir mal das gute Dschungelholz verheizen, weil die Zäune sehen dann auch sowieso alle gleich aus. Wir brauchen viele, viele Stickies. So, Zaun, Tor, Zaun. Ich mach das Ding, ich lasse das Ding sowieso offen. Ich will ja bloß, dass es einen ordentlichen Eingang gibt. So, und den Zaun den legen wir gleich mal hier unten rein. Genau, wir haben vier verschiedene Sorten. In dieser Folge können wir schon mal vier verschiedene Schilder mitnehmen hier. Was ist denn das da? Das sind Gemälde. Haben wir noch Schilder auf Lager? Ne, da müssen wir uns dann halt später welche bauen. Das ist natürlich auch kein Problem. So, jetzt bauen wir erstmal hier ein bisschen... Ja, ich sehe die Muku. Ne, das war keine Muku, das war eine Fackel. Ich hab Hallus. Ne, mach dir, lieber Speedgurke da, mach dir keinen Stress. Das kommt alles von ganz allein. So, und ich würde mal sagen, hier können wir jetzt unsere kleine Farm mal hinbauen. Bäume müssen wir ja, glaube ich, mal überlegen. Wir sollten hier vielleicht erstmal die Bäume pflanzen. Die brauchen natürlich auch ein bisschen Platz. Bitte, was können wir hier stehen lassen? Und zwar, wie war das? Die brauchen drei Platz oder so. Eins, zwei, drei. Ne, so ungefähr, oder? Eins, zwei, drei. Ach komm, wir machen es ein bisschen größer. Eins, zwei, drei, Pflanzen. Eins, zwei, drei, Pflanzen. Zwei, drei, Pflanzen. Eins, zwei, drei, doof klotzen. Okay, hätten wir das. Das ist jetzt unsere äußere Linie, glaube ich. Machen wir wieder hier die Blümchen noch weg. Das soll alles schon ein bisschen gepflegt aussehen, aber nicht zu sehr geleckt. Das gefällt mir nämlich auch nicht. So, danach kommen die zwei Bäume ran. Das wird natürlich wieder mal schön diplomatisch gerade, ne? Geht das schon, oder? So. So. Ich glaube, die Abstände sind verschieden. Da habe ich, glaube ich, wieder mal richtig schön Holzauge bewiesen hier. Machen wir es so. Ja, komm, da lassen wir halt ein so eine Fichte übrig hier. Da können wir hier gleich nochmal 1, 2 Pflanzen. Hey, Freundschaft, das ist echt so ein Ding. Du wirst in deinem Leben wirst du viele Leute finden. Du wirst viele Leute kennenlernen. Einige Leute werden sich auch aus deinem Leben wieder verabschieden. Das ist so ein Kommen und Gehen. Das ist völlig normal. Da sollst du dich auch nicht verrückt machen. Und es gibt so ein Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Ne? Also wenn da einer der Meinung ist, Mensch, du bist ja gar nicht mehr so, weil du hast dich ja weiterentwickelt oder du denkst so plötzlich ganz anders. Scheiß drauf, wer sich mit dir, so wie du bist, nicht anfreunden kann, der ist es gar nicht wert, dich als Freund zu haben. Ne? Niemand sollte sich verstellen, nur um irgendwie in Anführungszeichen Pseudo-Freunde zu bekommen, die irgendwie, ja, ach wie toll sind oder so. Machen wir mal hier bitte Zaun jetzt hin.
Also verzichtet auf solche Vollidioten, die braucht kein Mensch. Da machst du dich selber nur unglücklich damit. Haltet euch lieber an die Personen, die sich freuen, euch zu sehen. Haltet euch an die Personen, die einfach da sind. Wie gesagt, habt euer Auge ein bisschen offen. Gerade was beim Thema Mädels und so angeht, also da will ich jetzt auch nicht zu sehr. Da gibt es andere Kanäle, die können das Ganze um Welten besser als ich. Machen wir es mal so. Also da, wie gesagt, macht euch da nicht verrückt. Das kommt von ganz allein. Das kommt von ganz allein. Und mal gucken hier. 1, 2, da kann man doch glaube ich schon rübergehen, oder? Ja, oder ob es 1, 2. 1, 2. Reisen soll man nicht aufhalten und zwinge niemanden. Also zwinge niemanden zur Freundschaft. Sowas wächst von allein. Und wenn es nicht wachsen soll, wenn du sagst, Mensch, du, das Mädel wäre super gewesen oder der Kumpel, der wäre es jetzt echt, weil zu dem blicke ich auf oder sonst was. Da gibt es ja, ach, wie lustige Dinge. Dann ist es halt so. Dann geht's halt nicht, ne? Aber deswegen sollte man sich nicht verrückt machen. Mal ein bisschen hier, danke für das Ei. Trotzdem kommst du in den Mixer her. So, gehen wir mal hier rein. Und am besten mal ohne Schwert in der Hand. Weil, und ohne Wolle in der Hand, das ist nämlich auch nicht gerade. Hier ist mein Türchen. Geht doch. Ja, wenn ich schon mal hier bin, ihr habt ja recht, schnibbeln wir euch gleich mal das Haupt. Sonst noch jemand? Bitte was Blaues, bitte was Maritimes hier. Ja, und das kann ich euch eigentlich nur auf den Weg geben. Das ist nicht allzu viel. Wie gesagt, beim Thema Freundschaft, da kannst du, man kann viel erzählen, logisch. Aber warum habe ich jetzt kein Holz mehr? Achso, weil ich hier erstmal sowas wieder machen muss. Aber da einfach cool bleiben. Also, Türchen haben wir keins. Logisch brauchen wir keins. So. Einfach cool bleiben. Sei so, wie du bist. Verstelle dich nicht. Mach nie irgendwas, um jemandem zu gefallen. Also, nicht jetzt, wenn du jung bist und später erst recht auch nicht. Aber die Einstellungen, die kommen von selbst irgendwann. Also, da brauchst du jetzt nicht denken, oh mein Gott, wie kann ich mir sowas aneignen? Wie geht sowas? Das kommt alles von ganz allein. Die Spinne habe ich gehört. Und das Zeug wächst schon, das gefällt mir. So, machen wir mal hier ein bisschen. Ein bisschen abgrenzen wollte ich das Ganze schon, aber nicht komplett zumachen. Das muss nicht sein. Man soll aber sehen, dass das ein kleiner abgegrenzter Bereich ist. So. 1, 2, 3. Halt! Das stimmt so nicht. Das müssen wir nochmal korrigieren, ja, die. Der Setzling, der war es auch nicht wert hier. So, sehr schön. Was ist das Gefährliche hier im Wald? Das Gefährliche im Wald ist, dass hier sehr, sehr viele böse, böse Menschen rumrennen. Gerade weil sie im Dunkeln drauf stehen, hier rumzurennen. Was machen wir demzufolge? Wir machen ein paar Kerzen hier hin. Warum kann ich keine Kerzen auf den Boden stellen? Bin ich total gehirnamputiert? Ich habe die Schere, ich bin ja doof. Also manchmal, ne, frage ich mich echt hier. Ich weiß nicht, grenzt es das ein? Wir probieren es einfach mal. Da werden wir auch gleich sehen, wie gut wir gebaut haben. Ich mache das Ganze mal so. Also wenn das Zeug nicht wächst, dann wissen wir, dass die Fackeln im Weg sind. Mal so. Und hier vielleicht auch noch eine hin. Damit die Creepers und die Skeletten und sowas nicht kommen. Ach, wisst ihr was? Wir haben so viel an Beleuchtung. Da machen wir hier auch noch was hin. Ja, so baut man in Deutschland Wälder. Wie mit den Lineal gezogen. Auf Knochenmehl verzichte ist. Ist verzichtet hier. Weil das Zeug soll natürlich wachsen. Weil bei den Knochenmehldingern, da habt ihr ja das letzte Mal gesehen, da ist nicht allzu viel gewachsen. Und das fand ich ein bisschen komisch. So, wir brauchen ein paar Schilder. Stehen. Ja, genau so ist es. Der Joe hat recht. Du bist du und das darfst du nie vergessen, weil jeder von uns ist einzigartig. Und auch jeder, der auch sagt, ich bin so überhaupt nichts zu gebrauchen. Ich weiß auch nicht, keiner mag mich. Auch du hast irgendwas, was irgendjemand mag.
Den wirst du bloß noch finden, den musst du einfach nur noch kennenlernen. So, jetzt schauen wir mal hier nach Schildern. Wir brauchen wieder mal ein wenig Holz. Haben wir noch ein bisschen Holz am Start? Haben wir natürlich nichts mehr am Start. Nehmen wir einfach mal hier ein bisschen Dschungelholz. Wir haben ganz schön... Was sind das hier? Fichtenholz. Das können wir auch ein bisschen verheizen. Weil wir haben da jetzt ganz großkotzmäßig... Wir haben jetzt einen Park, ne? Eins, zwei... Gut, wir haben sechs Schilder. Das ist super. Das reicht vollkommen aus. So, die Setzlinge nehme ich mal mit. Einfach damit ich schneller erkennen kann, was wir hier schon für Bäume haben. Danke für das Ei. Das Huhn habe ich mal wieder schon geschlachtet. Gut, wie machen wir das jetzt am blödesten? Kann ich hier das Ding hier drunter stellen? Das können wir drunter stellen, das ist gut. Du bist, glaube ich, jetzt muss ich mal rausgehen, zurück. Du bist das Dunkle, du bist so eine Fichte und so eine Fichte nennt sich Fichte. Daher der Name. Wenn wir essen will, ne, ich habe schon längere Zeit noch nicht mal Minecraft gespielt. Ich habe wirklich im Urlaub alles liegen lassen. Hier kommt jetzt erstmal das Schild hin. Das soll natürlich auch alles bisschen gut aussehen hier, ne? Das Auge, das ist bekanntlich bei mir ganz stark mit dabei. So, das macht man nämlich so, da wird das alles ordentlich beschriftet. Das sind Fichten. Fichte, hätte ich jetzt auch schreiben können. Fichte. Da geht der Förster mit dem Fichtenmoppe drin und dann gibt es hier geschnitzelt Holz. Ja, bei Freunden, das ist echt ein Thema, da muss ich auch ein bisschen länger überlegen, was ich euch da eigentlich so, außer macht euch, wie gesagt, da keinen Stress, das ist Dschungel. Und viele Freunde, es gibt auch Leute, wo du denkst, das sind Freunde und irgendwann fallen sie dir in den Rücken. Da, klar ist es Mist, aber sowas kann immer wieder passieren. Sei einfach du, sei ehrlich, geh ordentlich mit den Leutchen um. Das ist Dschungel. Dschungel. Geh ordentlich mit den Leuten um und wenn dir einer in den Rücken fällt, nicht hinterher heulen, einfach sagen, gut, du hast deine Chance gehabt. Du bist es einfach nicht wert, mein Freund zu sein. Ne? Eine richtige Freundschaft, die muss man sich erarbeiten, auch bei dir. Nicht einfach wie so eine hier, weiß eine 5-Groschen-Tante da hier, ne? Das ist Birke auf jeden Fall hier. Aber ich glaube, die Bäume sind zu nah zusammen. Habe ich irgendwie die grobe Befürchtung. Und da haben wir halt auch bitte Setzling. Aber ja, zur Not von euch lerne ich das dann wieder. Das ist jetzt Birke. Genau, eure Freundschaft muss man sich verdienen. Und wer sie halt nicht kriegt, der hat der Pech gehabt. Ne? Lasst die Idioten unter sich sein. Und das Leben ist zu kurz, um sich mit irgendwelchen Vollidioten rumzuärgern. Birke. Birke, der Vollidiot. Ah, ganz wichtig. Also da nicht verrückt machen lassen. Genau. Und wahre Freunde, die sagen sich halt auch alles. Die sagen auch zum Beispiel, ich meine, bei Mädels ist es am meisten so, ne? Die gucken sich an und wie sehe ich aus? Ach, du bist so wunderschön. Ne? Das ist jetzt Eiche. So, da kommt ja auch noch ein Schild hin, Eiche. Und wahre Freunde sagen halt einfach mal, du siehst halt so scheiße aus von Klamotten her, weil wahre Freunde sind nämlich ehrlich zueinander. Egal um was es geht, wahre Freunde sagen, oh, du pass mal auf, deine Freundin, das ist vielleicht so eine richtig linke in Bayern, naja. Es ist ein kleines Miststück, ne? Und da musst du bitte aufpassen, oder die hat einen schlechten Ruf, oder die, ich habe von einem Kumpel gehört, die nutzt irgendwie Leute nur aus. Und man lässt... Eiche. Genau, man lässt Freunde nicht ins Messer laufen, sondern man guckt, dass es denen gut geht. Andersrum würden sie es ja genauso machen bei dir. Und wenn nicht, dann sind es nicht deine Freunde. Fertig. Ne? So traurig das Ganze auch ist. So. Na doch, Platz ist hier genug. Hier wird schon noch was wachsen. Da wird schon noch was wachsen. Wir werden aber hier noch ein bisschen Kampfbeleuchtung hinmachen. Weil so ganz sicher, ihr hört es auch schon im Hintergrund, fühle ich mich hier noch nicht. Hä? Wo sind die jetzt hin? Ja, hier. Weg mit dir. Hier oben sollst du hin. Bloß die Ecken noch bitte beleuchten. Zombie Freddy hier. Geh lieber nach Hause. Wenn der Arschis kommt, bist du weg vom Fenster. So, und da hätten wir doch unsere kleine Baumfarm ein bisschen fertig hier. Da müssen wir uns, denke ich mal, auf lange Sicht gesehen keine Sorgen mehr machen um Holz.
Was sagt ihr? Kann man das so lassen? Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Ich spüre das mal ganz schnell irgendwie nach Hause hier, weil... Wo ist denn der Spider? Weg ist er, der Spider. So, das nächste Mal gehen wir dann dazu über, ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir unser Badebild schöner machen. Aber erstmal legen wir uns mal ganz kurz aufs Öhrchen. Gut's Nächtle! So, laut Ticketacke. Die Ticketacke sagt mir nämlich, wir haben 30 Minuten um. Ich probiere es nämlich mittlerweile, die 30 Minuten bitte einzuhalten. Und wir gucken mal von oben, was wir heute geschaffen haben. Das sieht ganz gut aus. Es wird schon ein lustiger Wald werden hier, ne? Vielleicht kommt noch eine Holzsorte dazu, dann müssen wir natürlich den ganzen Zaun und so ein bisschen verschieben. Ah, da haben wir auch die Bestätigung der 30 Minuten. Nehme ich Autosave es rum. Haut mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Texture Pack findet. Und ihr dürft heute jemanden nominieren, also nicht euch selber, sondern jemand anderen, der an die Wall of Fame kommt. Daher nehme ich am Anfang der Spruch, ihr lernt heute Leute kennen. Also wenn du jemanden kennst hier auf YouTube oder ein Kumpel von dir hier auch mit bei mir auf dem Kanal ist, dann schreib einfach drunter, ich nominiere Person XY, den Horst, den Günther oder wen auch immer, dass er bei dir an die Wall of Fame kommt. Und am besten noch einen Grund dazu. Ne? So werden nämlich eure Freunde mal ein bisschen geehrt. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal nur, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Freude hat dir bitte Spaß gemacht. Ich hoffe, Speedgurke, auch wenn das Thema Freundschaft ein sehr komplexes Thema ist, ich konnte dir ein bisschen was auf den Weg geben. Du kannst auch gerne noch Fragen stellen oder so, dass die werde ich dann später annehmen oder später angehen. Aber für heute mache ich erstmal den Sack zu und sage einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Wir sehen zu, dass wir unten unsere Bibliothek weiter vervollständigen und natürlich auch, dass wir unser Bad endlich mal umbauen. Bad ist dann beim nächsten Mal dran. Also, ne? Grüße an die Rohrzange, der Tom klingt sich aus. Bis denn, ciao, ciao, euer Förster, der Tom. Bis dann.